So, hallo, herzlich willkommen zu einer Vorstellung von Obi vor Excel. Obi steht dabei für Office Barcode Integration und dann vor Excel halt für Excel. Ich habe mich in letzter Zeit mal gefragt, wieso es eigentlich ja nichts Kostenfreies gibt, um mir zum Beispiel ein Data Matrix in Excel zu integrieren. Und es ist auch recht schnell klar geworden, dass das irgendwie ja eine Nische ist, die gerne besetzt wird und womit gerne Geld verdient wird. Es ist klar, dass da auch viel Arbeit dahinter steckt. Also ich habe selber jetzt, keine Ahnung, 2 Wochen oder so gebraucht, um das alles fertig zu programmieren, und das ist meine Freizeit gewesen. Aber ich denke trotzdem, dass so ein Excel-Add-in durchaus interessant ist. Deswegen habe ich selber am eins programmiert. Das ist jetzt nicht irgendwie, dass ich sagen kann, hier, ich gebe da sonst was für Garantien drauf. Der ganze Code ist Open Source. Das heißt, ihr könnt ihn forken, ihr könnt ihn verändern, ihr könnt ihn privat nutzen, ihr könnt ihn kommerziell nutzen. Das ist egal, wie ihr den Code nutzt. Ich habe einfach nur mal so eine Idee reingebracht. Das ist auch mein erstes Excel-Add-in. Das heißt nicht, dass es hier, es gibt bestimmt noch ein paar Bugs hier und da und so weiter. Also Fehlerfreiheit ist ja sowieso immer so eine Sache. Aber ich möchte es mir mal ganz kurz vorstellen. Das heißt, ihr könnt in Excel einfach Data Matrix Codes hinzufügen. Ich biete das in zwei Versionen an. Einmal, ihr könnt euch direkt den Source Code runterladen oder ihr ladet euch die Release runter. Die Release ist aber so, ich habe keinen von Microsoft erstellten Key. Das heißt, ihr erhaltet eine Warnung. Hier, diese Software kann gefährlich sein, sie kann aber auch Vorteile bringen oder so ähnlich, drücken die sich aus. Muss es aber nicht. Ich glaube, ich mache einfach mal Folgendes. Ich werde einfach mal bereinigen drücken. Damit wird nämlich das alles rausgeschmissen bei Excel. Dann machen wir einfach mal ein Excel auf. Nee, auch kein Excel aufmachen. Ich will einfach nochmal die VSTO installieren. Genau. Office anpassen können zwar nützlich sein, stellen jedoch eine potenzielle Gefahr für Ihren Computer dar. Installieren Sie diese Software nicht, wenn sie nicht von einer vertrauenswürdigen Quelle stammt. Und das ist ja in dem Fall nicht. Ich mache hier mal nicht installieren. Aber wie gesagt, der Source Code ist ja verfügbar und auch diese Release erstelle ich hier einfach über zack, Obi für Excel veröffentlichen. Und da ist auch nichts drin, irgendwie, was euch gefährden sollte, außer dass ein paar. Er sucht halt nach irgendwie Updates und so weiter. Ja, aber wie gesagt, da ihr das lokal bei euch installiert, das heißt, er sucht dann in eurem Installationsordner. Das heißt, je nachdem, wie ihr den Installationsordner wählt, da drin sucht er nach Neuerungen. Er sucht nicht online irgendwo oder irgendwie sowas. So. Aber was kann das Tool? Also ich starte es jetzt einfach mal, weil ich kann es hier einfach im Debug starten. Hier steht Revision 7, aktuell ist aber die Version 6. Der hat nur schon die Version 7 hochgezählt, weil ich die Version 6 quasi schon erstellt habe. Das ist hier die. Das ist auch die, die ihr jetzt online dann beziehen werdet. Und ich kann ja mal kurz demonstrieren, was es geht. Also wir machen hier einfach mal ein obligatorisches Hallo Welt. Hallo Welt. Und das Add-in findet ihr dann direkt unter Add-ins. Und hier steht Obi for Excel. Ist vielleicht für Leute, die jetzt auf dem Handy schon nur so weniger sichtbar, aber ihr könnt den Codetyp auswählen. Das ist momentan nur ein Data Matrix. Das heißt, es gibt nur Data Matrix. Dann könnt ihr auswählen, ob der Data Matrix an die Zellgröße angepasst werden soll oder ob die Zellgröße an die Data Matrix Größe angepasst werden soll. Da der Data Matrix aber nur ein Bild ist, steht hier da zu Picture Size, also zur Bildgröße. Dann könnt ihr die Zellenbindung angeben oder auswählen. Die Zellenbindung ist einfach, hat nichts mit Änderungen am Data Matrix zu tun oder an den Text, der in den Data Matrix rein soll, sondern einfach mit dem Bild, was mit der Zelle verbunden ist. Das heißt, hier ist automatisch Bewegen, also Move ausgewählt. Das heißt, wenn ich die Zelle in der Position verändere, bewegt sich der Data Matrix mit. Das kann ich aber auch ändern. Ich kann jetzt zum Beispiel Free Float auswählen. Free Float heißt, wenn ich die Größe der Zelle ändere,
und die Position der Zelle ändere, dann bewegt sich das Bild nicht mit. Oder ich rufe Move in Size aus, das bedeutet mitbewegen und mit in der Größe ändern. Das heißt, wenn ich die Zellgröße ändere, wird auch der Data Matrix verändert. Ich kann jetzt aber ganz kurz demonstrieren. Ich kann hier einfach mal hier sagen, hier die Zellgröße an die Bildgröße anpassen und sage hier einfügen. Dann seht ihr, dass das verändert wird. Und wenn ich jetzt diese Zellgröße verändere, dann verändert sich auch der Data Matrix halt. Ja, ich kann das auch jetzt nochmal ändern, indem ich hier einen Rechtsklick mache und sage Größe und Eigenschaften. Dann gehe ich unter Eigenschaften und sage hier von Zellposition und Größe abhängig. Ich sage nur von Zellposition abhängig zum Beispiel. Und dann ändert sich die Größe nicht mehr mit. Dann ändert sich nur noch quasi diese Zelle, aber das Bild nicht mehr. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel A größer mache, dann bewegt sich der Data Matrix mit. Ich kann den Data Matrix auch immer wieder resetten. Das ist, indem ich hier zum Beispiel rechts wieder auf Zurücksetzen gehe. So, wer jetzt sagt, hey, Data Matrix ist trotzdem kleiner. Ich weiß. Ich habe es noch nicht ganz raus, warum die Größe der Zelle, also warum dieser Data Matrix ursprünglich halt, sagen wir mal, so groß ist. Während, wenn ich hier auf Zurücksetzen gehe, er nur noch so klein ist. Das habe ich noch nicht ganz raus. Das ist aber auch jetzt nicht so das Mega-Problem. Ich kann auch mehr Sachen machen. Ich kann zum Beispiel mehrere Barcodes erstellen. Wenn ich das jetzt zum Beispiel so lasse hier, oder ich will mal einfach Move, wenn ich das jetzt so lasse und mache Insert, dann wird die Zelle natürlich wieder angepasst. Aber wenn ich jetzt hier den Hallo-Welt-Wert zum Beispiel einfach an Hallo-Welt 4 ändere, dann ändern sich beide Barcodes. Also es ist auf jeden Fall möglich. Was auch funktioniert, was eigentlich cool ist, wir machen einfach mal die Bilder weg und machen mal hier Hallo Welt weg und schreiben einfach hier ein Hallo Welt 1. Und jetzt kopiere ich das mal runter und dann müsste eigentlich automatisch Hallo Welt 2, 3 und so weiter machen. Hallo Welt 5, lassen wir einfach mal so. Jetzt gehe ich hier rüber und sage einfach ist gleich die Zelle hier vorne und ziehe das auch mal runter. Und jetzt sage ich einfach, okay, die Zellen sind ja jetzt miteinander verwandt irgendwie. Wir können jetzt hier die 5 Zellen, die sie markiert sind, und sagen hier einfach einfügen und sagen aber hier, die Zellgröße sollen die Bildgröße angepasst werden. Dann drücken wir einfach und dann passt sich das alles an. Jetzt sehen wir auch, was haben wir für Data Matrix erstellt und was steht im Data Matrix drin. Das kann man ja so verlinken. Es funktionieren aber auch andere Dinge, wie zum Beispiel, ich füge einfach nur das Tabellenblatt hinzu. Kann man vorher und hinterher machen, wie auch immer. Und dann sagt man einfach, ist gleich, geht man Tabellenblatt zurück, Hallo Welt 1. Und dann kopiere ich das mal runter. Okay, hier steht 0, 0, ist eh wurscht. Markiere mal alles mit, sagen hier auch wieder einfügen. Ihr seht hier unten, soll sich da eine 0 reingeschrieben haben. Hier sind jetzt nochmal die einzelnen Bilder. Und wenn ich jetzt wieder zurückgehe und sage hier, das ist Hallo Welt 10. Dann sehen wir, haben sich der erste Barcode hat sich verändert, weil auch der wurde nur verändert. Und wenn ich jetzt Tabelle 2 gehe, hat der sich ebenfalls geändert. Ist leicht verzögert aufgetreten. Was funktioniert noch? Ich mache mal das Tabellenblatt mal zu. Wir starten das Projekt nochmal. Wir können rein theoretisch ein Bild hinzufügen, was wir irgendwo haben. Keine Ahnung. Eigene Dateien, Bilder. Also nehmen wir das mal. STGA, STGC und einfach STGV einfügen. Jetzt haben wir hier ein Bild. Wir können das quasi als Platzhalter benutzen, das Bild. Ja, also wir lassen einfach mal die Größe, auch wenn es jetzt für ein Data Matrix echt Mist ist. Dann gehen wir hier rein und sagen einfach mal wieder Hallo Welt. So, jetzt habe ich das Bild quasi als Platzhalter verwendet. Und auch hier kann ich wieder unter Eigenschaften und Eigenschaften kann ich wieder sagen, hier von Zellposition und sonst was abhängig. Aber ist erstmal egal. Aber ich kann jetzt zum Beispiel sagen, hey, du bist jetzt hier das Bild, du bist ein Platzhalter. Ich möchte dich jetzt mit dieser Zelle verknüpfen. Und wenn du dich änderst, liebe Zelle, dann wirst du hier ein Data Matrix. Das kann ich einfach reinmachen. Hier steht oben Grafik 1 und ist im Namen quasi. Dann schreibe ich jetzt einfach rein. Barcode, Klammer auf. Und dann gebe ich ein,
Dollar. B und Dollar 5. Für die fünfte Zeile. Und mache ich die Klammer wieder zu. Jetzt habe ich die beiden verheiratet. So, wenn ich jetzt irgendwas machen will, gehe ich zum Beispiel auf Speichern. Dann sag hier, ich will dich mal speichern unter Dokumente. Und ich nenne dich jetzt mal, wie schon ein ewig, Obi-Test. Dann sagen wir 4 raus. Unterstrich 4. Speichern. So, jetzt machen wir das mal wieder zu. Jetzt gehen wir hier rein und sagen, okay, Pictures nicht, Dokumente. Obi-Test 4. So, wenn wir das jetzt aufmachen, haben wir es quasi schon verheiratet. Das heißt, das Obi hat jetzt im Hintergrund aus Barcode $B, $5, hat das jetzt schon was gemacht. Wenn ich jetzt Hallo draus mache, ist direkt ein Barcode draus geworden. So funktioniert die Verheiratung einfach. Das heißt, das Bild hat einfach den Namen Barcode und eine Adresse drin. Und dieses Add-in überwacht das quasi und tut das dann ersetzen. Es ist jetzt natürlich nicht so schön, aber so kann man sich halt schon mal so Dinge vorbauen. Kann dann sagen, hey, du bist damit verknüpft und so weiter. Und das funktioniert dann eigentlich. Was hier aber wirklich nur richtig gut funktioniert, ist, ihr müsst pro Tabellenblatt die Verknüpfung machen. Das heißt, ich kann hier keine Namen von irgendwelchen Tabellenblättern eingeben. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel jetzt hergehe und sage, hey, ja, ich möchte hier jetzt das Bild haben. Ich kann jetzt das Bild nehmen, kann es ausschneiden. Und ich füge das Bild jetzt hier ein. Das gibt aber nichts. Ich kann es auch nochmal neu einfügen. Kriegen wir den Barcode wieder. Und auch wenn ich Änderungen mache, funktionieren die. Hier werden die Änderungen aber dann allerdings nicht übernommen. Aber ich kann so auch das ganze Bild nehmen und könnte es auch in Word reinschmeißen. Das kann ich aber auch hier machen. Das heißt, ich nehme das, sag zum Beispiel kopieren einfach, sag, ich will eine neue, neues Word-Dokument machen und ein leeres Dokument und dann kann ich das Bild einfügen. Und dann ist es auch drin. Also das funktioniert. Für Word versuche ich dieses Add-in auch noch zu bauen. Aber wird sich zeigen, ob da Interesse dran ist. In Excel macht es momentan irgendwie ein bisschen mehr Sinn. In Word, da bin ich mir nicht so sicher. Aber ich denke mal, dass es auch interessant sein könnte. So. Das war's erstmal vom Excel-Din von mir. Und ich hoffe, nein, ich weiß, hier findet ihr nochmal hier die, den GitHub. Na, unter Releases werdet ihr dann jetzt die 1.106 finden. Weil die 1.03, das ist so ein bisschen, ja, die war noch ein bisschen sehr buggy und die war nur auf Tabellenblattebene. Die 1.106 ist auf Workbook-Ebene, also auf Arbeitsmappen-Ebene. Die checkt direkt die ganze Arbeitsmappe, ob sich da Änderungen oder ob es Änderungen gegeben hat. Und ja. Ich hoffe, ihr lasst einen Daumen oben für dieses Projekt. Ihr könnt natürlich auch einen Daumen runter machen und sagen, ey, Wayne, wer braucht's? Aber ich denke mal schon, dass das sehr interessant ist. Und wenn ihr irgendwie andere Ideen noch habt für irgendwelche Add-ins in Excel oder so, die ihr schon immer mal gerne gesucht habt, dann immer raus mit den Ideen. Aber ihr dürft natürlich auch das ganze Projekt hier forken und verändern und dran rumbasteln, wie ihr wollt. Wie gesagt, es ist Open Source und frei und es ist nur eine Idee von mir. Und ich wünsche euch trotzdem viel Spaß damit. Dankeschön fürs Zuschauen.